heißen wir Sie herzlich willkommen hier am Center Court zur offiziellen Siegerehrung mit den letzten drei Damen und Herren hier im Cup-Büchse 2015. Zuerst aber möchten wir Sie mal diesen Applaus geben, nämlich für die Personen, die der Leben bereits Stellung aufgenommen haben. Unsere beiden Kinder und unsere Referees, die haben tolle Arbeit geleistet in den letzten Tagen. Vielen herzlichen Dank. Willkommen hier zur Siegerehrung der Damen. Ladies and gentlemen, the official winner ceremony with the ladies. In third place representing Switzerland. Dritter Platz aus der Schweiz, Lina Becher und Niki Eiholzer. Second place, representing Switzerland. Zweiter Platz hier in Olten, aus der Schweiz. Ines Ecker und Sarah Lehmann. Winner of the Cup Beach Tour 2015 in Olten, representing Germany. Erster Platz und die große Siegerin hier in Olten, aus Deutschland, Anni Schumacher und Sandra Seifert. Die Blue Schweizer werden überreicht von Peter Thoma, dem OK-Präsidenten der Cork Beach Tour in Olten. Und wir haben Hans Rudolf Kern, er übergibt den Spielerinnen die Prosecco-Flaschen. Er ist Geschäftsführer der Cup City Olten. Meine Damen und Herren, der Applaus für die besten drei Teams hier in der Cup Beach Tour 2015 in Olten. Wir machen weiter, meine Damen und Herren, mit der Siegerehrung der Official Women's Ceremony with Men. In third place, representing New Zealand, Ritter Boss, Ust Meisel, Sam O'Day and Mike Watson. In second place, representing Switzerland,
zweiter Platz repräsentiert die Schweiz, Fabio Werta und Roninho Ferramenta. Aus der Schweiz, Jonas Stallmann, Dave Schmutzlecker! Die Prosecco-Flasche, dann der Bereich von Hans Rudi Jan, dem Geschäftsführer der Coop City Holte. Für die besten drei Teams hier bei der Coop Mixtur in Olden 2015. So, dann bitten wir die drei Damen-Teams noch zu den Jungs. So, wir warten noch kurz. Fürs Foto, wir brauchen ein Foto, wie jeder Picture von euch gleich. Genau, das offizielle Böckele mit dem Brief übergeben. Morgen erholt ich am Schachtür von Kopf-Idioten. Peter Thomann. Auch auf den Flammen. Kopf-Idioten und Männer-Ausbrüche.